ग स री माझे मटकी भरी सरी आली धावून मटकी गेली वाहून. Aditya ist ein Junge aus dem Dorf Baranpur in der Region Maharashtra im Westen von Indien. Sein Lieblingsgedicht macht deutlich, wie wichtig Wasser für die Menschen hier ist. Lange Zeit war Wasser für die Menschen hier ein seltenes Gut. Außerhalb der Monsunzeiten gibt es kaum Regen. Lange Dürreperioden sind die Folge. Für die Menschen in Baranpur drohen damit Durst, Hunger und Krankheit. Um dem zu entkommen, mussten gerade Kinder und Jugendliche viele Entbehrungen auf sich nehmen. Als es kein Wasser gab, waren wir die ganze Zeit damit beschäftigt, welches zu besorgen. Wir konnten keine Schulaufgaben erledigen, nicht baden oder unsere Kleidung waschen. Noch vor 2 Jahren hatten wir nicht genug Wasser in unserem Dorf. Deshalb wollte niemand hier seine Tochter verheiraten. Auch meine Eltern sahen sich nach einer Frau für mich um, aber alle lehnten wegen der Wasserprobleme in meinem Dorf ab. Doch dank des Projekts Jeevan der Miserior-Partnerorganisation Caritas Indien konnten die Bewohnerinnen und Bewohner von Baranpur ihre Situation aus eigener Kraft verbessern. Im Dorfrat wurde beschlossen, die Wasserversorgung in Angriff zu nehmen. Da man sich in dieser entlegenen Gegend nicht auf staatliche Hilfe verlassen kann, war es wichtig, dass alle Menschen im Dorf mit anpackten. Gemeinsam wurden Brunnen gegraben, Leitungen verlegt und Pumpstationen aufgebaut. Und die Mühe hat sich gelohnt. Mit den getroffenen Maßnahmen kann das Regenwasser aus der Monsunzeit das ganze Jahr über genutzt werden. Jetzt hat sich die Situation geändert. Wir haben Zugang zu Wasser in den Häusern. Wir können unsere Schulaufgaben rechtzeitig fertig machen und unseren Familien bei der Feldarbeit helfen. Nach 2 Jahren haben wir jetzt Wasser. Deshalb konnten junge Männer in unserem Dorf heiraten. Auch ich bin verheiratet und habe einen Sohn. Die Lebensbedingungen sind jetzt ziemlich gut in unserem Dorf. Das Beispiel aus Indien zeigt, ohne Wasser keine Lebensqualität. Doch noch immer haben viele Menschen weltweit kein sauberes Trinkwasser. Dabei ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser ein Menschenrecht. Leider bleibt dieses Recht sehr vielen Menschen verwehrt. Aber warum? Der Klimawandel verstärkt Wetterextreme. Lange Trockenheit senkt die Aufnahmefähigkeit der Böden. Und starker Regen führt dann zu Überschwemmungen. Auch wird viel Trinkwasser für die Landwirtschaft benötigt. Ein großer Teil davon für industrielle Monokulturen. Pestizide und Dünger gelangen zudem ins Grundwasser. Auch Industrieabwässer und Müll verschmutzen das Wasser. Oft fehlen ausreichende Filteranlagen. Das hat schlimme Folgen für die Gesundheit. Ein Mangel an Brunnen mit sauberem Wasser zwingt die Menschen, teures, abgefülltes Wasser zu kaufen. In vielen Fällen ist dies sogar das Wasser, das ihnen die Konzerne zuvor abgepumpt haben. Vor allem arme Menschen sind den Machenschaften internationaler Konzerne oft schutzlos ausgeliefert. Doch wir können handeln. Gegen die ungerechte Kommerzialisierung des Lebensguts Wasser. Mit der Miserior BDKJ Jugendaktion 2018. Unser Ziel ist es, Alternativen zum Kauf von Wasserflaschen dieser Konzerne zu finden. In der Pfarrei, dem Verband oder der Schule. Es gibt regionale Trinkwasserunternehmen, die unabhängig und nachhaltig arbeiten. Auch das Leitungswasser in Deutschland ist in der Regel von sehr guter Qualität. In wiederverwertbare Flaschen gefüllt, ersetzt es teure Flaschen aus dem Handel. Ihr könnt diese Flaschen selbst gestalten und sie gegen eine Spende verteilen.
Das reduziert nicht nur die Umweltbelastung, sondern ihr zeigt damit auch: Wasser ist Menschenrecht. Basta!